Mal wieder müssen Banken von Staaten gerettet werden. Und mal wieder geschieht das auf Kosten der Allgemeinheit. Man könnte fast meinen, aus der Finanzkrise 2008 hat niemand gelernt. Und das gefällt vor allem der Finanzlobby, die dazu auch ordentlich beigetragen hat. Um die und ihre vielen Opfer geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Finanzstelle. Die geht heute an die Finanzlobby. Ja, die gesamte Finanzlobby, weil die ihre riesige Macht ausnutzt, um sinnvolle Regeln zu verhindern und sich auf Kosten von uns allen zu bereichern. Wir schauen uns heute deshalb mal an, wer die Finanzlobby eigentlich ist, wie sie arbeitet und was für einen Schaden sie anrichtet. Erstens, wer ist die Finanzlobby? Kohlekonzerne, Pharmaunternehmen, Tech-Giganten, semi-sympathische LobbyistInnen gibt es viele. Was genau macht die Finanzlobby da so special? Naja, zum einen ist sie die Number One unter den mächtigsten Lobbygruppen. In den Top 100 des Lobbyregisters verfügt keine andere Branche über so viel Lobbybudget. Die Top 10 Konzerne und Verbände der Finanzlobby allein können mehr als 42 Millionen Euro in ihre Lobbyarbeit stecken. Nicht einmal die großen Autokonzerne können da mithalten. Darüber hinaus ist die Finanzlobby vernetzt wie kaum eine andere Branche. Man könnte ganze Romane mit den Geschichten von PolitikerInnen füllen, die nach einer langen Karriere im öffentlichen Dienst zu gut bezahlten Jobs in die Finanzlobby gewechselt sind. Die Finanzlobby hat also ordentlich Kohle auf dem Konto und ein großes Netzwerk an SeitenwechslerInnen, die genau wissen, wie man Gesetze am besten beeinflusst. Und trotzdem ist die Finanzlobby für viele nicht mehr als eine gesichtslose Ansammlung von AnzugträgerInnen in ominösen Hochhäusern. Zeit, dem Versteckspiel ein Ende zu setzen. Hier mal ein paar Beispiele aus dem Lobbyregister. Die Deutsche Bank. Jährliches Lobbybudget ca. 3,5 Millionen Euro. Anzahl Lobbyisten ungefähr 45. Prominente Seitenwechsler Sigmar Gabriel, Ex-Vizekanzler und jetzt Lobbyist bei der Deutschen Bank. Weg zum Finanzministerium? Einmal um den Block. Von Beust und Kroll. Lobbybudget ca. 250.000 Euro. Lobbyisten ungefähr 25. Seitenwechsler? Ole von Beust, früher Bürgermeister von Hamburg, jetzt mit seiner eigenen Lobbyagentur unterwegs. Weg zum Finanzministerium, einmal die Straße runter. Gesamtverband der Versicherer. Budget ca. 15 Millionen Euro. Lobbyisten etwa 145. Seitenwechsler Jörg Asmussen, ehemals Staatssekretär im Finanzministerium, jetzt Cheflobbyist der deutschen Versicherungsindustrie. Weg zum Finanzministerium. Ein Katzensprung. Natürlich gibt es noch viel mehr, aber die drei sind ein ganz guter Startpunkt. Ein Verband, eine Bank und eine Lobbyagentur. Zusammen machen sie Druck auf die Gesetzgebung. Nur wie eigentlich? Zweitens, wie arbeitet die Finanzlobby? Okay, Finanzlobby Bootcamp. Ihr wollt die Interessen eures Finanzkonzerns gegen die der Allgemeinheit durchsetzen? Dann seid ihr hier genau richtig. Heute zeigen wir euch, wie man Regulierung verwässert und Hintertüren in Gesetze einbaut. Schritt 1. Kontakte und Informationen sichern. Nur wer Entwicklungen in der Gesetzgebung früh erkennt, kann rechtzeitig Gegenstrategien entwickeln. Bevor es mit dem Lobbyieren losgeht, müssen wir also erstmal ein Frühwarnsystem aus Informantinnen bauen, die uns Bescheid geben, sobald die Politik mal wieder auf die absurde Idee kommt, den Finanzsektor stärker zu regulieren. Organisiert zum Beispiel einen schicken Empfang oder einen parlamentarischen Abend, befreundet einen Staatssekretär oder ladet eine Büroleiterin zum Abendessen ein. Die Commerzbank hält zum Beispiel während der Sitzungswochen des Bundestags regelmäßig politische Frühstücke ab. Und der Lobbyverband der Fondswirtschaft schmeißt im Sommer sogar Partys auf dem Dach des Reichstags. All das sind super Chancen, um Nummern auszutauschen, etwas Vitamin B zu tanken und den neuesten Finanzpolitik-Gossip zu erfahren. So, jetzt haben wir ein Frühwarnsystem. Aber was, wenn das Alarm schlägt? Schritt 2. EntscheidungsträgerInnen beeinflussen. Hier gilt, man kann nicht früh genug anfangen. Schon vor dem ersten Gesetzesentwurf solltet ihr in den strategischen Austausch gehen. Also euch mit VertreterInnen treffen und ihnen das Gefühl geben, dass sie wichtig sind, dass sie Expertise haben und dass nur sie den Finanzsektor vor Gefahren schützen können. Gleichzeitig aber nicht vergessen, bringt schön eure Punkte an, damit schon der Entwurf euren Vorstellungen entspricht. Wenn dann dieser Entwurf steht, sofort rein da. Nicht warten, bis die Formulierungen weiter festgefahren sind. Egal ob eine offizielle Stellungnahme oder ein informales Telefonat mit der Referatsleiterin. Hauptsache, ihr seid dabei. Falls euch dabei jemand aus der Zivilgesellschaft dazwischenfunkt, dann sprecht ihn einfach die Expertise ab. Wie erfolgreich eure Einflussnahme dann ist, lässt sich ganz einfach an dem Grad der Verwässerung und der Menge an Hintertüren messen. Sternchen gibt's, wenn ihr es wie der Bankenverband bei Cum-Ex schafft, dass die gesetzliche Hintertür sogar Wort für Wort aus eurem Vorschlag übernommen wird. Schritt 3. Öffentliche Meinung lenken.
Genauso wichtig wie einzelne PolitikerInnen rumzukriegen ist, die öffentliche Meinung auf der eigenen Seite zu haben. Dafür braucht es einen Zeitgeist, der die Ziele der Finanzindustrie für alle wünschenswert erscheinen lässt. Entscheidend dafür ist die Beeinflussung von Medien und Wissenschaft. Ihr könnt zum Beispiel Lehrstühle finanzieren oder, wie die Deutsche Bank, gleich euer eigenes Institut gründen, wo dann die immer gleichen ProfessorInnen die immer gleichen Studien für euch produzieren. Darüber hinaus müsst ihr die breite Masse der Gesellschaft erreichen. Am besten also teure Werbekampagnen fahren, zum Beispiel mit einem bekannten Schauspieler oder einer Profisportlerin, irgendwer mit Fans halt. Wer das Long Game spielt, kann auch, wie die Deutsche Börse, in Kindergärten Pixie-Büchlein zum Thema Kapitalmärkte verteilen. Man kann schließlich nie früh genug anfangen. So, das sind die wichtigsten Methoden der Finanzlobby. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir sie alle zusammentun. Drittens, welchen Schaden richtet die Finanzlobby an? Eine der zentralen Erkenntnisse der Finanzkrise 2008 war, dass Banken nur krisenfest werden, wenn es strengere Auflagen für Eigenkapital gibt. Also, wenn man Banken dazu verpflichtet, immer mit so viel eigenem Geld zu arbeiten, dass sie auch im Fall einer Krise größere Verluste selber tragen können und nicht von SteuerzahlerInnen gerettet werden müssen. 2010 gab es deshalb in Basel den Versuch, sich auf neue internationale Standards zu einigen. ExpertInnen und LandesvertreterInnen aus der ganzen Welt kamen in der Schweizer Stadt zusammen, um besonders riskanten, schuldengetriebenen Finanzgeschäften ein Ende zu setzen. Doch noch bevor konkrete Vorschläge auf dem Tisch lagen, war die Finanzlobby zur Stelle. Alarmiert von ihrem Frühwarnsystem aus InsiderInnen fingen Finanzinstitute an, den Basler Ausschuss mit Lobbypapieren zu überschwemmen. Im Handumdrehen ging es nicht mehr um Finanzstabilität, sondern darum, Arbeitsplätze zu sichern, die nie von der Regulierung bedroht waren. So wurden am Ende deutlich laxere Regeln verabschiedet, als anfangs im Raum standen. Aber damit nicht genug. Denn als es dann darum ging, das neue Basler Regelwerk in EU-Recht zu überführen, war die Finanzlobby sofort zur Stelle. Mit einer breit angelegten Lobbyoffensive, angeführt von deutschen Großbanken, machte sie so lange Druck, bis die Regeln nochmal aufgeweicht wurden. Die Finanzlobby ist also eine der Hauptgründe dafür, dass unser Finanzsystem heute kaum besser reguliert ist als 2008. Und warum auch 15 Jahre später immer noch Banken vom Staat gerettet werden müssen. Fazit. Auch die Finanzbranche hat ein Recht, im demokratischen Diskurs gehört zu werden. Aber halt nicht lauter als alle anderen. Doch so wie die Dinge jetzt stehen, werden GesetzgeberInnen rund um die Uhr von gut finanzierten FinanzlobbyistInnen umgarnt. Sie kümmern sich deshalb oft mehr um die Einzelinteressen von Finanzinstituten als um die der Bevölkerung. Und das produziert massive Kosten für die Allgemeinheit. Laut Berechnung von Finanzwende Recherche haben allein drei Geniestreiche der Finanzlobby SteuerzahlerInnen in den letzten Jahrzehnten 341 Milliarden Euro gekostet. Eine übermächtige Finanzlobby können wir uns also genauso wenig leisten wie ein krisenanfälliges Finanzsystem. Leider kommen die beiden gerne im Doppelpack. Deshalb fordern wir, die Finanzlobby muss endlich in ihre Schranken gewiesen werden. Konkret heißt das, keine zu flotten Seitenwechsel zwischen Politik und Lobbybetrieb und mehr Transparenz über die Aktivitäten der Finanzlobby. Jedes Gesetz sollte mit einer legislativen Fußspur versehen werden, damit wir genau wissen, wer wann mit welchen Argumenten Einfluss auf unsere Gesetzgebung nimmt. Doch selbst, wenn wir den Einfluss der Finanzlobby komplett offenlegen, bleibt ein Ungleichgewicht. Das kriegen wir nur ausgeglichen, wenn tausende Bürgerinnen und Bürger sich zusammenschließen und der Finanzbranche gemeinsam die Stirn bieten. Gäbe es da nur eine Bürgerbewegung, die genau das tut.